Das Spiel beginnt. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Grischa Prömel schirmt den Ball gut ab. Sieht gut aus, Lewandowski. Koman. Ballbesitz Müller. Er passt gut auf und hat den Ball. Ja, setzt gut den Körper ein. Sie haben den Ball erobert. Der Ball geht auf Müller. Da können Sie klären. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Jetzt der Eckball. Kingsley Coman! Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag, halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Für Bayern München, die Nummer 29, Kingsley Coman. Grischa Prömel. Oh, das sah vielversprechend aus. Coman, da ist die Chance. Müller, der ist drin. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Hier nochmal dieser Treffer. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Die Nummer 25. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Pavard. Gnabry im Ballbesitz. Jetzt Robert Lewandowski. Fällt das Tor doch noch? Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Bayern München, die Nummer 18, Leon Goretzka. Griesbeck. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da gewinnt er den Zweikampf. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt vielleicht die Flanke. Goretzka. Ballbesitz Hernandez. Defensiv machen sie es gut. Schirmt den Ball da super ab. Friedrich.
spielt rüber zur anderen Seite. Christopher Lenz. Griesbeck. Er versucht's. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Coman. Ballbesitz Alaba. Hintergründe, Interviews und mehr. Das alles gibt es auf Thomas Müller. Coman. Erstmal geklärt. Griesbeck. Ball ist bei Goretzka. Coman. Und jetzt Müller. Lewandowski. Gute Chance. Der ist noch heiß. Könnte gefährlich werden. Sie machen das heute natürlich hervorragend, holen sich ihre Chancen raus und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend. Offensiv eine klasse Leistung. Gnabry. Und nun Boateng. Und nun Alaba. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Pavard. Ballbesitz Hernandez. Coman. Lewandowski. Guter Pass jetzt. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Ein tolles Spiel sehen wir bis hierhin von Kingsley Coman. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Pavard. Eine Minute gibt's oben drauf. Nun David Alaba. Gnabry im Ballbesitz. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er macht hier bislang ein gutes Spiel, hat ja schon sein Tor gemacht. Sie liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Das Spiel läuft wieder, Bayern vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Thomas Müller. Ball bei Gnabry. Auf Außen ist Platz. Flanke auf Lewandowski. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Boateng jetzt. Lukas. Coman ist das jetzt. Jetzt Lewandowski. Er kann. Das könnte sein. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Ecke kommt rein. Kein Grund zur Aufregung, Kopfball geht rüber. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Coman. Ballbesitz Hernandez.
Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Grischa Prömel. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Neu im Spiel, die Nummer 7, Akaki Gökçe. Spielerwechsel bei Bayern München. Nicht mehr auf dem Platz, die Nummer 21. David Alaba am Ball. Hernandez. Neu dabei, die Nummer 19. Und nun Boateng. Coman. Coman ist das jetzt. Viel Übersicht bei diesem Pass. Ganz energischer Einsatz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er spielt den Pass auf den Flügel. Die Gelegenheit für die Flanke. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Erstmal geklärt. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Neu auf dem Feld, die Nummer 34, Christian Gentner. Jerome Boateng. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Alphonso Davies. Flanke auf Müller. Da können sie erstmal klären. Er holt sich vorne den Ball. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Sie verlieren den Ball. Tolles Zuspiel. Lewandowski, klasse. Tor durch Lewandowski. Wunderbar. Da haben wir wieder gesehen, wie brillant er ist, gerade auch in solchen Situationen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Er macht das Tor, klasse Kopfball. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Die Nummer 9, Robert Lewandowski. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Auftritt der Mannschaft haben die wenigsten gerechnet, ganz offensichtlich. Und dabei war die Euphorie vorher riesengroß. Davon ist nichts übrig geblieben. Jetzt vielleicht die Flanke. Und die Situation geklärt. Thomas Müller jetzt.
Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Da kommt die Flanke. Wichtig, dass er da klärt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Griesbeck. Schöne Aktion. Christopher Lenz. Akaki Gogia. Christian Gentner. Klasse, er lässt den Verteidiger stehen. Klasse Chance jetzt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Friedrich schirmt den Ball gut ab. Das macht er sehr gut. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Könnte was werden, guter Pass. Douglas Costa hat ihn. Niemand kommt an den Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnt... Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.